die Ingenieure werden nicht zur Kooperation mit Architekten ausgebildet. Sogar die werden auch nicht zum Entwerfen von Tragkonstruktionen ausgebildet, sondern die werden vorwiegend für den statischen Nachweis kriegen sie die Basis, also für die Statik. Und die haben dann die Vorstellung, dass diese statischen Systeme, die sie gelernt haben und die sie auch rechnen können, in der Bauwerk unterbringen soll. Und das ist sicherlich keine brauchbare Basis. Aber da ändert sich jetzt vieles, auch schon deshalb, weil durch den Computer man die Möglichkeit hat, auch die hyperstatische Konstruktion zu rechnen.